Hallo meine Lieben, er ist da. Wer ist da, fragt ihr euch bestimmt. Ich habe spontan ein Sensi-Paket bestellt. Und ist ein Geburtstagsgeschenk für mich diesen Monat. Und ich wollte euch ihn, er oder sie, mal zeigen. Ist ein Buddy aus der Schatztruhe. Und da musste ich zuschlagen. Und ohne was sagen, euch bestellt, ihr könnt schnell mitbestellen. Einfach gesehen und gesagt, ich nehme ihn mit. Ich habe bestellt letzte Woche Dienstag. Spontaner Einkauf. Das sind ja die schönsten. Ist auch heiß. Ja. Also, Kiste ist offen. Wir packen an. Oh, die Packung sieht schon geil aus. Ich verrate mal was Kleines. Oh, das ist weg. Guck mal. Oh, sieht der nicht geil aus? Ihr könnt jetzt erraten. Ich habe mir aus der Schatztruhe den Sebastian geholt. Sandpack dazu ist inklusive. Der Sandpack ist schon ausverkauft in der Schatztruhe, aber den gibt es mit dem Buddy noch zusammen. Der Buddy kommt in der Schatztruhe gerade 45,60 Euro. Momal war er bei 57 Euro. Und wie ich noch im Sinne hatte, im letzten Sommer konnte man den vorbestellen. Und ich denke mal, das sind alles die Rückläufer, die nicht abgerufen worden sind. Und ich habe mir gedacht, ich tun mir zum Geburtstag schenken selber und die Kiste erstmal. Das ist mein erster enger Buddy. Ich bin so aufgeregt. Hier oben könnt ihr den auch als Trage machen. Also, dass ihr so als Körbchen macht und das Körbchen, ja, als Korb machen könnt. Das packen wir aus. Ich bin nervös. Ganz vorsichtig machen. Ganz vorsichtig. Und hier schaut auch schön. Jetzt blucken wir auf. Guck mal die Augen. Die Augen. Oh, oh, ist der süß. Oh, die Augen. Und der Sebastian. Oh, 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 guck mal. Ist der nicht süß? Die großen Greifer. Ich muss euch mal ein bisschen runternehmen. Oh, der ist ja geil. Oh, der ist cool. Mein Buddy, mein Buddy. Und hier hinten gehen wir gleich auf die Details. Oh, ich könnte mich verlieben. Und guck mal, wie der schimmert. Und hier ist, seht ihr auch, bei jedem Buddy ist immer unser Logo drauf. Und das ist ein Disney Buddy. Selbstverständlich, seht ihr es hier. Oh. Und die Augen. Und hier habt ihr einen Reißverschluss für Sandpack, wenn ihr es mit reinmachen wollt. Oder als Sorgenfresser nehmen. Also wir haben noch ein paar schöne Buddies, Disney-Buddies auch noch in der Schatztruhe. Ich verlinke euch dann unten drunter nochmal auf YouTube den Link zur Schatztruhe. Guckt mal das. Wirklich super Qualität. Ist super von den... Oh, guck mal. Oh, wie geil. Oh. Wie ich den gesehen habe, musste ich an das Lied denken von dem Film. Jetzt machen wir mal hier auf, dass ihr das seht. Und hier kommt das Sandpack rein. Also. Oder ihr könnt da auch als Sorgenfresser nehmen. Als kleines, wenn ihr es
Ja, Freundin schenkt und ein Schmuckstück habt, könnt ihr dann noch ein Schmuckstück da drinnen verstecken. Und dann wird sie auch sich freuen. Zumindest die Männer. Für die Männer ideal, ein Ring oder eine Kette zum Verstecken. Einfach hier in unten da hier reinmachen, vorsichtig auspacken, zumachen. Und dann macht diejenige hier vorne auf. Oder bei den anderen, bei dieses hinten. Und guckt rein, fühlt rein und da ist noch was drin. Oh, ich bin verliebt in meinen Sebastian. Jetzt habe ich einen Sebastian zu Hause. Jetzt kann ich euch öfters mal zeigen, nochmal ein Buddy, wie das funktioniert. Wie der schimmert. Die Sonne fällt gerade so schön hier rein. Bisschen, halt wie der schimmert. Auch ist ein Klatterstoff. Hier schön kuschelig weich. Die sind wirklich kuschelig weich. Auch hier der Stoff hier am Bauch schön. Oh. Und die Augen. Das ist meine. Und ich habe das Sandpack ja als erstes schon gezeigt. Also passend zu ihm. Das ist The Little Moment Kiss the Girl. Und ich habe mir extra einen Spickzettel geschrieben, dass ich euch sagen kann, nach was der riechen soll. Bezaubernde Erdbeere, Himbeer, Limette und strubile Wellen, Meeresnebel, Hals und Kopf verliebt. Ich will die gar nicht aufmachen, aber ich will den Duft riechen. Wir machen vorsichtig auf. Ganz vorsichtig. Also wie gesagt, schaut in die Schatztruhe, da sind noch ein paar Buddies dort. Die Miss Piggy, glaube ich, ist noch da von den Muppets. Also sind lizenzierte Buddies in der Schatztruhe drinne. Da könnt ihr noch etwas sparen. Und packen wir mal auf. Oh. Oh. Die Erdbeere habe ich gleich wahrgenommen, die Himbeere. Ich tue die immer ein bisschen knüllen, dass der Duft sich besser verteilt. Limette, ja. Die Süße von den Dings und die Limette. Das Meer nehme ich jetzt nicht so wahr. Er ist vor 5 Minuten angekommen. Ich muss ihn rausnehmen. Finde ich aber jetzt nicht so derb vom Sandpack her wie Jammy Time. Jammy Time? Jammy Time macht mal auf und dann eine Wolke und der ganz leicht. Oh. Und der Sandpack hier. Oh. Also bei unseren Buddies ist immer ein Sandpack dabei und oh, ich bin verliebt. Also ich kann euch wirklich unsere Buddies sagen, wenn ihr einen bestellt oder wenn welche auf Vorbestellung geht, das hat seinen Preis, aber auch die Qualität. Also wenn ich hier gucke, die Nähte, wie der verarbeitet ist, die Klubsaugen und hier. Also wirklich, das schimmert auch richtig schön. Nicht nur jetzt hier in der Kamera, sondern auch so. Der wird einen Ehrenplatz kriegen, den werde ich über meiner Kleinen verstecken. Mein erster eigener Disney Buddy. Der ist süß. Also ich kann euch wirklich empfehlen. Und wir machen jetzt auch das Sandpack hier rein. Dann nehme ich den ins Auto. Ich setze den mir ins Auto. Da kann sie mir nicht wegnehmen. Da fährt er heute Auto mit. Du fährst heute mit mir Auto. So. Jetzt ist er bestückt. Also, ich habe jetzt Zenpack hier vorne rein. Wenn ihr sagt, oh Kinder,
Als Kuscheltier auch würde ich nehmen als Sandpack. Ihr könnt das Sandpack selbstverständlich vor ist vergessen. Vor dem. Oh, der ist süß. Selbstverständlich könnt ihr sagen, ich tue ihn im Kleiderschrank legen, ich tue ihn mir in den Schuhschrank legen, ihr könnt ins Auto legen. Also ihr habt verschiedene Möglichkeiten, das Sandpack zu verwenden. Ihr müsst es nicht in den Buddy machen. Wenn ihr sagt, nee, beim Kind möchte ich das nicht, dann macht es nicht. Meine Tochter zum Beispiel hat einen Buddy und sie hat eins drinne. Seit sie klein war schon. Und vorher hat sie noch, das gab es mal auf der, oh, auf, in der Schatztruhe gab es ein Kuscheltuch mit einem Affen und der riecht nach Jammy Time. Seit sie klein ist, kennt sie diesen Geruch und den möchte sie auch nicht mehr missen. Man merkt, wenn sie einen anderen Duft hat, es ist nicht ihr Duft, aber. Ich habe ja jetzt meinen. Mal gucken, wie lange ich den habe. Und die halten wirklich ewig, die Sandpacks. Ich habe den Jammy Time, wo sie als erstes ihren Pony hatte, den hatte ich mal in der Story gezeigt. Der Rücken hat immer noch einen leichten Duft, auch wenn Sensi sagt, 30 oder 90 Tage. Bitte nicht mit Zahlen festhalten. Den habe ich im Kleiderschrank liegen, der riecht immer noch. Also, es hält sehr, sehr lange. Also, ich werde jetzt mit meinem Sebastian einen schönen Platz suchen. Ich bin verliebt. Und euch noch auf Instagram ein paar Fotos machen, dass ihr den mal richtig seht. Und da könnt ihr gerne vorbeischauen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mich gerne an. Über Instagram, über die Homepage könnt ihr unter Kontakte gehen. Da könnt ihr mich auch anschreiben. Ihr könnt mich auch gerne über WhatsApp anschreiben, wenn ihr meine Handynummer. Ich weiß nicht, ob ich meine Handynummer hinterlegt habe, aber wenn ja, schreibt mir eine WhatsApp. Ich schreibe euch, sobald ich zu Hause bin, schreibe ich euch zurück. Genau, wenn ihr Fragen. Ich bin unabhängig, sind sie bereit. Also ich verkaufe euch auch nicht. Sag, ihr müsst das kaufen. Nein, das gibt es bei mir nicht. Und genau. Und jetzt werde ich meine Sammelbestellung fertig machen, die ich heute Abend rausschicke, weil ich heute Abend noch mal was bestellen möchte. Da kommen nämlich schöne Sachen wieder rein, auch was von Disney. Und da könnt ihr auch gerne mal reinschauen auf der Homepage. Duftwelt Josi, Josi geschrieben, josi.sensi.de. Und alles weiteres in der Beschreibung unten euch reingeschrieben und bei Instagram genauso. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir. Ich freue mich gerade riesig auf mein Sebastian und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Tschüss!